Noch. Ich muss nur gerade, ich check gerade, das ist nur ein Testlauf. Der hält so 3000 konstant gerade, solange ich nichts mache oder was. Das ist bestimmt irgendwas, was mit Steam zu tun hat. Der dann irgendwelche Programme vielleicht versucht zu schließen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist nämlich immer nur, sobald ich das Spiel starte. Ich kann ja aus Steam starten. Aha, ich starte jetzt Steam. Das will. Das läuft noch alles. Einstellungen. Downloads. Downloads während des Streamens drosseln. Ich mache das mal aus. So. Okay. Ich versuche es nochmal. Ich starte der Witcher. Okay. Bis jetzt läuft's. Nicht. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain.
Oh Gott. Und damit hallo und willkommen bei The Witcher 3, The Wild Hunt oder Wild Hunt, was auch immer, die wilde Hand, vielleicht ja auch. Ich bin gerade froh, dass ich das zum Laufen gebracht habe, weil ich hatte gerade irgendwie Probleme, weil mir ständig OBS abgeschmiert ist. Ich weiß nicht wieso, also irgendwie die Bitrate ist immer weg gewesen. Pff, weiß der Teufel wieso. Jetzt habe ich es irgendwie zum Laufen bekommen, ich habe es heute schon ein bisschen angetestet, genau, ich spiele es wie gewohnt in Originalsprache, also auf Englisch mit deutschen Untertiteln natürlich. Hoffe, das stört euch nicht. Genau, das andere, was ich mache, ist, ihr werdet das gleich sehen, wir spielen das jetzt natürlich von vorn, ohne die ganzen DLCs. Da kann ich dazu sagen, Hearts of Stone, glaube ich, sollte man 32 Level haben oder 30. Und bei Blood and Wine waren es auf jeden Fall 34. Also, Neues Spiel Plus. Wenn du das Neues Spiel Plus wählst, spielst du in diesem Modus einschließlich aller installierten Erweiterungen. Um mit diesem Modus zu beginnen, musst du einen Spielstand laden, den du nach Abschluss des... Okay, keine Ahnung, haben wir nicht. Deswegen von vorne. Und wir machen natürlich den Todesmarsch. Du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf. Ja, das stimmt. Ich bin wahrhaft verrückt und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich mich das traue. Wie gesagt, ich hatte es angespielt und es lief nicht ganz so gut am Anfang. Es hat ein bisschen gedauert. Spielstand aus Witcher 2 importieren. Machen wir auf jeden Fall. Dafür habe ich nicht Witcher 2, ich weiß nicht wie lange gespielt, ohne jetzt den Spielstand zu mitzunehmen. Ich habe extra dann nochmal letztens, man sieht es, am Montag, dem 14. Oktober, hatte ich nochmal extra den Spielstand aufgefreshed. Genau, und den wählen wir jetzt aus und starten ein neues, altes Abenteuer. Wer ist dieser lustige Mann? Alter, ja, der hat auch das kleinste Schwert der Welt gehabt. Scheinbar suchen wir jemanden. Der hat ein Schwert, das so groß ist wie er selbst. Au! Alter Schalter, durch den Kopf durch. Nicht schlecht. Dran vorbeigelaufen. Bücher. Wer ist der Typ? Scheinbar auf jeden Fall abgehauen. Wo sammeln wir das Zeug nicht ein? Das können wir gebrauchen. Yennefer? Ich glaube ja. Boom. Autschi. Es ist nur ein Metallschädel eines Vogels. Wusch.
Und wir sind im Spiel. Keine Sequenz mehr. Das ist Ingame-Grafik. Warum sind wir hier? Keine Ahnung. Warum haben wir ein Bart? Keine Ahnung. Aber wir werden es bald herausfinden. Nach dieser Überblendung. Kehr Morhen. Festung der Hexer. Der Hexer. Ufer des... Verdammt, ich bin nicht so schnell gewesen. Wir gönnen uns ein Bad. Das ist scheinbar... Ist das jetzt ein Traum oder ist das eine Erinnerung oder irgendwie sowas in der Art? Keine Ahnung. Also, ich hätte ein Problem, wenn sowas bei mir in der Wanne wäre. You know I don't find that amusing. Das erinnert irgendwie an einen Facehager aus Aliens. Huch, It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Da hatte jemand ein paar Kratzer am Rücken, ne? So, later then. See you later. Schon irgendwie lustig, so nach all der langen Zeit. Ich habe ja The Witcher 1 gespielt, The Witcher 2 und jetzt spiele ich The Witcher 3 und habe davor die Serie gesehen und das ist das erste Mal, dass dieses Fräulein hier vorkommt. Deswegen ist eine Weile her. Und wir sind jetzt richtig im Spiel und können erstmal im Tutorial uns zurechtfinden. Willkommen beim Tutorial, willkommen bei The Witcher 3 The Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Goslar gespeichert, in dem du ferner ausführlichere Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachricht kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Ich habe es jetzt extra mal angelassen. Wir sind jetzt hier. Willkommen. Charakter hinzugefügt. Das können wir uns jetzt umschauen. Das ist wie gesagt der Anfang. Und was, upsala, was ich immer direkt am Anfang mache, wenn ich die Möglichkeit habe, ist in das Menü hineingehen. Wir schauen uns gleich mal das Bestiarium an. Da, Yennefer ist kein Biest. Aber wir haben erstmal diese Adrenalinpunkte, bestimmte Fähigkeiten, bla bla bla, Spezialangriffe. Ah, halten. Verstehe. Spezialangriffe. Das sind Spezialangriffe. Wenn es voll ist, dann kann man Spezialangriffe machen. Starke Angriffe sind langsam als schnelle, bewirken aber bei 10 Gegnern mehr Schaden. Schwache Gegner können starke Angriffe nicht parieren. Das ist schön. Das müssten wir uns merken. Wir können unser Pferd rufen, wenn wir es denn dann später haben. Das ist, wir können Zeichen wirken. Das kommt aber alles noch und ja, das sind die zusätzlichen Sachen. Ich will jetzt einfach nur, dass diese Markierungen weg sind. Das ist etwas, was ich auf dem Tod nicht leiden kann. Wenn etwas neu irgendwo zu lesen ist und man es dann nicht liest, sondern ist es da Ewigkeiten drin und das ist nicht so toll. Deswegen lesen wir etwas. Vielleicht kommt auch ein bisschen Hintergrund noch von den ersten zwei Teilen hier drin, aber wir lesen mal Geralt von Riva. Die wenigsten können die Freundschaft erahnen, die mich nun, das erzählt ja immer Richborn, Jaskier oder Dandelion heißt das, ja? Oder Dandelion? Ach, Dandelion, genau. Dandelion. In Deutsch heißt er Rittersporn. Warum auch immer.
Müsste Löwenzahn eigentlich heißen. Egal. Die wenigsten können die Freundschaft erahnen, die mich nun seit einem Vierteljahrhundert mit Geralt von Riva verbindet. Als wir das erste Mal gemeinsam gegen das Böse zu Werke gingen, behauptete Böse Zungen, dass er mich besser hätte ausrauben, aufschlitzen und in einen hohlen Baumstumpf zurücklassen sollen, da sonst sicherlich irgendwann ein anderer dasselbe mit uns machen würde. Doch diese Zungen sprachen nur aus reiner Eifersucht, denn Geralt war mein bester Freund, was er bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder unter Beweis stellte, aber nie sagte. Ich könnte eine Menge über diesen weltbekannten Monsterjäger sagen, jenen Mann, den der älteren Rede unter dem Namen Gwynblade und in der jüngeren, obgleich nicht weniger nobel als der Weiße Wolf bekannt ist. Geralt von Riva ist ein wahrhaft außergewöhnlicher Mann. Wer ihn nur flüchtig kennt, mag ihn für einen einfachen Schwertkämpfer, einen Monsterschlechter, einen wilden Kerl halten, der ein dreckiges Handwerk verrichtet. Aber auf den zweiten Blick ist er ein Mann, der ungeahnte Tiefe besitzt, einzigartige Ansichten vertritt und über einen gewaltigen Erfahrungsschatz verfügt. An der Oberfläche wirkt er zurückgezogen und wortkarg. Manche würden ihn sogar unwirsch nennen. Dahinter verbirgt sich jedoch ein gewaltiges Meer an Güte, Humor und ehrlicher Bereitschaft, seinen Freunden zu helfen, sei es durch einen guten Rat oder die meisterliche Beherrschung seiner Klinge. Möge sein Erscheinungsbild auch schroff und seine Manieren bisweilen auch ungepflegt sein, beim sanften Geschlecht findet er dennoch großen Anklang. Er ist, um es kurz zu machen, ein lebender Widerspruch. Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ich seine Geschichte besser kenne als jeder andere. Ich habe mit ihm gute und schlechte Zeiten durchlebt, ihm mit weisem Rat und geschickter Tat zur Seite gestanden. So bin ich zu einem entscheidenden Teil seiner Geschichte geworden, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, meine Chronik fortzuführen und seine Taten und Abenteuer zum Wohle zukünftiger Generationen niederzuschreiben. Ach ja, das ist doch ganz nett von ihm. Das ist, ja, ein wahrer Freund wahrscheinlich. Es ist auch, ich weiß gar nicht genau, es ist Ewigkeiten her, der erste Teil sowieso ist Ewigkeiten her, der zweite Teil ist gar nicht so lange her, wie ihr vielleicht vorhin sehen konntet, das ist noch 2018 habe ich den fertig gespielt, glaube ich, oder 2018. Und dann kam halt eine lange Zeit nichts und ja, keine Zeit gehabt. Ich weiß auch gar nicht, wie genau das zu Ende ging. Ich weiß das, ja doch, ich weiß, wie es zu Ende ging. Ich habe es ja nochmal gesehen. Für alle, die es nicht wissen, ne, schaut euch's an, spielt's. Es lohnt sich. So, Rittersporn. Zumindest was die Story angeht, kann man sich das antun. Ich darf davon ausgehen, dass der werte Leser zu weltgewandt ist, als dass er die Vorstellung meiner bescheidenen Person sowie der Rolle, die ich in der folgenden Geschichte spiele, noch erforderlich wäre. Daher werde ich sie aus reiner Gründlichkeit sowie für den Fall vornehmen, dass der Leser aus fernen Weltgegenden stammt, in die mein Ruf noch nicht vorgedrungen ist. Ja, fernen Weltgegenden, also unsere Welt, naja. Wobei, da ist er wahrscheinlich sogar bekannt. Jahrgang 1229. Begnadeter Poet und Bade, Absolvent der Akademie in Ochsenfurt, etablierter Hofkünstler, unübertroffener Liebhaber von Damen in aller Welt angebetet, zäher Verhandler, vorzüglicher Redner. Dies ist das Bild Rittersporns, das üblicherweise aus den Berichten jener erwächst, die ihn kennen. Es ist natürlich geringfügig geschönt. Ich selbst sehe mich eher als demütigen Künstler und Diener der Muse, der betrachtliche Teil einer umfangreichen Werks und der Tatsache schuldet, dass er ein enger Freund und unerschütterlicher Gefährte des Hexers Geralt war, ist und immer sein wird. Als gewissenhafter Chronist widme ich das vorliegende Werk Geralts Schicksal. Okay, danke schön. Über ihn steht jetzt eigentlich nicht sehr viel drin, aber man muss auch nicht sehr viel über ihn wissen. Kommen wir jetzt zu Yennefer von Vengerberg.
Der Hexer hatte die schwarzhaarige Zauberin vor gut 20 Jahren zum ersten Mal gesehen. Ihre Freundschaft und Gefühle füreinander entstanden in einem gemeinsamen Abenteuer mit einem Genius und einem Wunsch, der Geralt gewährt wurde und der ihr Schicksal unzertrennlich miteinander verband. Seit dieser Zeit erlebten sie eine ziemlich stürmische Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, Krisen und Trennungen. Geralts und Yennefers Liebe scheint der Beweis dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Ja, wer die Serie gesehen hat, weiß, was gemeint ist. Oder die Bücher gelesen, die basieren ja schließlich auch. Moment, der Film basiert, die Serie basiert auf den Büchern. Ja, jetzt haben wir es. Vor einigen Jahren waren die beiden nach langer Trennung mit vielen Abenteuern wieder zusammengekommen. Ihre Zweisamkeit wurde jedoch durch die wilde Jagd gestört, die Yennefer gefangen nahm. Der Hexer brach sofort zu ihrer Rettung auf, verlor dabei aber seine Erinnerungen. Als er sein Gedächtnis wiedererlangt hatte, machte er sich sofort erneut auf die Suche nach seiner geliebten Zauberin. Tja, das ist genau das, was passiert ist in dem ersten Teil und auch im zweiten Teil. Im ersten Teil hatte er seine Erinnerung verloren, im zweiten Teil hat er sich dann erinnert, aber sie immer noch nicht gefunden. Genau. Ah, schön, jetzt haben wir ganz viel gelesen und wissen immer noch nichts. Jetzt lernen wir hier noch Handwerk kennen. Man kann hier bei Handwerkern kann man dann Sachen herstellen, die nur Waffenschmiede oder andere Handwerker herstellen können. Das ist die Karte, wo wir uns befinden in Kaer Morhen. Kaer Morhen. Und da können wir verschiedene Sachen ein. Ich weiß gar nicht, für was die Boote sind. Wir haben jetzt andere Sachen zu tun, aber ich mag das natürlich anzuschauen. So, und das ist die Questliste. Da können wir sehen, hier findest du Informationen zu allen Quests. Du hast mehrere Quests angenommen. Kannst du, ja, man kann hier hoch und runter schalten. Wir haben gerade nur diese eine Hauptquest, deswegen ist das auch egal. Wir verfolgen die ja auch schon. Wir können ja mal kurz reinlesen. Jede Geschichte muss irgendwo ihren Anfang nehmen. Diese beginnt im Gästegemach von Kaer Morhen, der Hexenfestung in den Blauen Bergen. Hier nimmt Geralt ein Bad und straft damit Behauptungen über mangelnde Hygiene unter Hexern Lügen. Doch sein Bad wird von Yennefer Rüde unterbrochen. Unterbricht sie jemals auf eine andere Art? Sie erinnert ihn an eine Verabredung zum Training mit Ciri. Seinem Handy, nein. Was sollte dieser unser Held anderes tun, als sich von der Zauberin zu verabschieden und sich in den Hof der Festen zu begeben? Er kann ja nichts ahnen, dass dies der Beginn eines großen Abenteuers sein wird. Was? Ich weiß noch nicht, wie das mit der Steigerung geht und auch nicht mit der Meditation. Doch, ja, man kann sich hier ausruhen. Normalerweise bringt das etwas, um Leben zu regenerieren, nicht in diesem schweren Modus. Da können wir das vergessen. So, egal, wir haben alles gelesen. So, jetzt können wir wieder uns dem Spiel widmen. Die ist auch schon still geworden. Jetzt können wir uns bewegen. Wenn wir das halten, dann kriegen wir den Hexensinn. Die Minikarte zeigt deinen aktuellen Stand und Umgebung. Findest du ein Ziel? Ja, da steht alles, was wir gerade machen sollen. Wir haben es ja schon gesehen, aber wir schauen uns natürlich erstmal hier um. Badewasser. Da ist ein Lappen. Was ist das? Achso, stimmt. Suche auffälliges Objekte. Wir können ja hier Sachen anzünden, ausmachen. Mit unserem coolen Sinn-Fähigkeit. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Ja, danke schön. Licht aus. Wir sind ein Magier, ein Zauberer. Hier ist überall Lichtverschwendung. Hier ist überall Licht an. Könnte es auch alles ausmachen. Was sind das? Klamotten? Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Undergarments. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Du hast recht, ich sollte nach Ciri sehen. Ich möchte noch etwas bei dir bleiben. Was war das? A lot. Wahrscheinlich. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Aww. Das ist doch was Nettes zu sagen. Also,
Ich spiele das, wie ihr seht. Ja, das Licht aus. Entschuldigung. Ich wollte überall das Licht ausmachen. Einfach nur aus Prinzip. So. Wir brauchen hier jetzt auch nicht großartig viel zu suchen, weil hier wird es nichts geben, das wir benutzen können. Aber ich mache trotzdem überall das Licht aus. Oh, und eine Sache, die ich machen muss, ist speichern. Ha! So, jetzt habe ich zwar meinen Probespielgang überspeichert, aber das ist mir egal. Schauen wir mal raus. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Oh, das sieht schon schön aus. Ja, ich glaube, ich sehe... Ist das Siri da unten? Weiß ich nicht, da trainiert auf jeden Fall irgendjemand. Und ich kann euch sagen, ich empfehle euch nicht hier runter zu springen. Das ist mir aus Versehen nämlich passiert. Vorhin. Es tut weh. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Es ist lustig. Jetzt diese Anspielungen verstehe ich erst jetzt, nachdem ich die Serie gesehen habe. Hier ist der Schlüssel. Wir schauen. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Das ist echt ein komischer Ausdruck, sowas zu sagen. Fingering my toiletries. Hm. Intended? Wahrscheinlich. Wir nehmen auf jeden Fall den Schlüssel mit. Haha, Quest aktualisiert. Wir sind so gut. Wir sind so gut, dass ich das sofort nachlesen muss. Finde. Achso, nee, ja. Begib dich auf die untere Etage. Machen wir. Wir sind halt so gut einfach nur, ne? Wir haben überall das Licht hier ausgemacht. Okay, das machen wir übrigens nicht die ganze Zeit jetzt. Ich habe das jetzt einmal gemacht. So, Moment. In dem Raum gibt es kein Licht. Es reicht. So. Das kannst du nicht tun. Wir können hier auch nicht rennen. Zumindest noch nicht. Deswegen gehen wir hier runter. Da unten ist eine Truhe. Da wird mir eine Truhe angezeigt. Aha. Interessant. Eine Truhe. Was da wohl drin ist? Old Witcher is fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. She prefers practice to theory. Hmm. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and alghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Sei nicht wütend auf sie. Wir haben sie verwöhnt. Ich sag mal, sei nicht wütend auf sie. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. Was? Sie soll eine Witcher werden? Now I see why you were so eager to practice. Strike. Uha! Oh, mit verbundenen Augen. You're not in this circus, pirouette. Wrong. Footwork.
enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any Strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Besser nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Besser nicht. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Na klar! Rennen wir über die Mauern. Of course. Wir müssen doch wissen, wie das Spiel funktioniert. Ein Elfenbadenhaus. Maybe if you fall. Ist lustig, das zu sagen. Ja, wir treffen uns unten, aber ja, genau. Wenn sie fällt. Ah, schon überholt. Du kriegst mich nie. About breathing through your mouth in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Ich gebe ihr mal ein bisschen Zeit, dass sie. Die klettert hier echt runter, die hat Mumm. Weißt du, ich renne hier einfach nur runter wie so ein Irrer, damit sie nicht gewinnt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Wettkampf haben oder nicht. Springen hier locker rüber. Ich meine, wir könnten auch sprinten, das tun wir jetzt gerade mal nicht. Ausnahmsweise. Komm, Siri. I win. Your legs are longer. I'll show you yet. Just need to grow a bit. Don't bother.